Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in deinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Haha, zieht euch rein. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Video und ich habe es endlich geschafft, Freunde, den Vegeta fertigzustellen. Und ja, hier ist er, Freunde. Ihr habt es schon gesehen in der Thumbnail. Ja, so sieht er aus. Ihr wisst ja, die Bilder, die ich in der Thumbnail zeige, das sind auch immer die Embleme, die ihr dann auch wirklich bekommt. Also nicht hier so ein gefakter Scheiß, wie ich schon ab und zu jetzt hier auf dem einen oder anderen Emblem-Video gesehen habe. Dann tun sie da irgendwie so ein Saiyajin oder was abbilden. Und das Endergebnis sieht ganz anders aus. Und da denke ich mir, da sollte man schon Freund sein von offenen Karten und das Ganze ja gleich so präsentieren, wie es dann auch im Endeffekt ist. Und wenn die Leute sich das dann anschauen möchten, dann ist das ja auch okay, aber nicht mit irgendwelchen ja Bildern locken und dann hinterher das Ergebnis ganz anders da darstellen lassen. Ich weiß nicht, also so ein Scheiß, da kann ich sowieso nicht drauf, das hasse ich sowieso. Also das ist jetzt nicht nur bei Emblemen so, sondern generell kann ich das nicht leiden. Wenn man halt ja versucht mit so ja kleine Tricks, sage ich mal, sind in Ordnung, aber komplett zu täuschen, finde ich da schon irgendwo fehl am Platz. Und gerade auch so bei so einer Emblemgeschichte, die Leute wollen ja vorher schon sehen, was du da anklickst und nicht hinter irgendeinem Schmand da sich reinziehen, hat keiner Bock drauf und das nervt immer. Und deswegen bin ich da schon eher so ein Freund von offenen Karten und gleich zeigen, wo und wie was Sache ist, Freunde. Und ich denke mal, das werdet ihr dann wohl auch so begrüßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich bin überwältigt. Ist ja der Hammer, Alter. Wie das Son Goku-Emblem von mir aber euch angekommen ist, Freunde. Das ist echt der Oberkracher. Der Oberkracher. Also, da rollt mir mal schön Ei aus der Hose, muss ich mal so sagen, Freunde. Ist mal richtig geil. Und ja, auch auf jeden Fall Dankeschön an das gute Feedback von euch, Freunde. Und ja, ich hoffe, der Vegeta gefällt euch. Natürlich Kritiken und sonstigen Kram könnt ihr mir wieder unten in die Kommentare reinprügeln. Das ist überhaupt gar kein Problem, Freunde. Ja, was soll ich noch sagen? Ich werde als nächstes wird schon wieder ein One Piece Emblem kommen, weil ich sag mal, da fehlen noch so ein paar Protagonisten, die man da noch mit reinknüppeln sollte. Und ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber es wird wahrscheinlich schon der Mann mit den drei Schwertern sein. Weil ich denke, der fehlt noch an der Seite vom Ruffy. Und ja, Freunde, wie gesagt, ihr könnt mir wieder schöne Vorschläge unten reinknüppeln. Und ja, dann will ich mal sehen, was ich daraus machen kann. Ich meine, ich werde jetzt nicht sofort jeden nachkommen können, weil so ein Emblem, das dauert schon mal ein Weilchen, bis das fertig ist. Und ja, die tut man nicht wie am Fließband produzieren. Gerade nicht, wenn man auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat, weil es ja auch nur so ein bisschen Hobby, Freunde. Und ja, habe ich ja auch schon in einigen Emblem-Videos gesagt, nur jetzt Embleme machen ist ja auch ein bisschen langweilig dann für mich. Ich sag mal, ihr freut euch halt dann darüber, aber ist halt auch zeitintensiv und ab und zu muss ich auch mal zocken. Und im Moment bin ich echt wenig am Zocken, weil ich eigentlich viel am Embleme gucken bin und am Machen bin und sonstiges Gedudel. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich jetzt endlich meine Serie starte, also YouTuber als Emblem. Da war ich schon am Überlegen, ob ich das irgendwie so kreiere, dass ihr euch das... ja, dass ihr gar nicht vorher wisst, welcher YouTuber da jetzt kommt, sondern dass das Emblem langsam entsteht und ihr es dann unten in die Kommentare reinhaut und mir dann sagt, quasi, ob ihr ihn erkannt habt oder nicht, und ich tue es dann irgendwie so nach einer Woche dann auflösen. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber dafür müsste man, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch jeden YouTuber kennt, also jetzt so aus der Call of Duty Szene, das wären dann halt so die Kandidaten, die ich dann dafür nehmen würde, weil ich denke mal, die Leute haben sich dann auch verdient. Natürlich werde ich mal hier und da mal jemand anders dort als Emblem gestalten, Freunde, beziehungsweise Emblem-Silhouette, muss man dazu ja sagen, werde ich da gestalten und ja... Eventuell, wenn ihr da ein paar Vorschläge habt, vielleicht das ein oder andere ja, Logo von irgendeinem YouTuber, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da wirklich Fan von seid und ich sehe hier, dass da wirklich da Nachfrage ist, dann mache ich das natürlich auch oder versuch's zumindest. Meistens gelingt es mir, ja.
Angeber. Nein, Freunde, aber auf jeden Fall wisst ihr, wie ich meine. Und deswegen könnt ihr mir richtig schön unten wieder was reintackern. Vergesst nicht, das Ganze hier zu teilen, weil ist ja auch immer schöne Motivation, wenn ich darauf gutes Feedback bekomme, Freunde. Weil ich sag mal ganz ehrlich, nach meinem Son Goku-Emblem, was da jetzt so am Feedback gekommen ist und auch der Ruffy läuft ganz gut, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich richtig heiß drauf, da ohne Ende was rauszuknüppeln. Und das ist dann halt auch immer die, so die Bestätigung, die man hier also als Hobby-YouTuber dann sucht. Ja, und ich sag mal, auch mit euren Kommentaren kommt dann halt auch immer wieder eine neue Herausforderung. Man versucht auch immer besser zu werden und ja, mit eurer Unterstützung und eurem guten Feedback bin ich da guter Dinge, Freunde. Also das wird auf jeden Fall, denke ich, noch richtig fett werden. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr mich dann unterstützen mit einem schönen Like oder sonstigen Kram. Aber ich denke mal, ihr werdet da schon wissen, was da zu tun ist. Da brauche ich jetzt hier nicht weiter rumschleimen bei euch, Freunde. Aber ja, ist halt so, ne? Also mit gutem Feedback kommt auch extreme Motivation dazu. Das ist einfach ja, aneinander gekoppelt. Und ja, Freunde, von daher würde ich doch ganz einfach sagen, tut euch das Emblem hier noch rein, wenn ihr Bock drauf habt, es zu erstellen. Und ja, Vorschläge bitte wieder unten in die Kommentare. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, Freunde. Ja. Und sagt mir mal, was ihr davon haltet, von so einem YouTuber-Emblem bzw. Silhouette. Und ich habe da ja schon welche in Advanced Warfare gemacht. Könnt ihr mal auf meinem Kanal ein bisschen rumstöbern, da werdet ihr die finden. Montana Blake und ja, Whisker Barca, Marcel Scorpion und so ein Kram habe ich schon alles einmal erstellt, Freunde. Und würde ich auch wieder tun, wenn da natürlich auch Nachfrage ist. Der eine oder andere, den werde ich jetzt auch noch so rausknüppeln. Also ich brauche mir nicht alles aus der Nase ziehen, dass ich da was machen werde. Also ich werde mir da auch schon so eigene Ergüsse hier einfach mal auf die Mattscheibe hauen, Freunde, für euch. Und euch die dann präsentieren. Und da könnt ihr mir natürlich dann auch nochmal dazu kleines Feedback geben, Freunde. Auf jeden Fall, ja, unterstützt mich weiter so gut, weil das bringt mir einfach eine riesen Motivation. Und ja, wie gesagt, euer Feedback ist mein Lohn. Ja, so kann man es sagen. Und Freunde, ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Emblem. Mal gucken, ob ich hier mal langsam mal wieder Zeit habe, auch noch ein anderes Video rauszuknüppeln. Aber im Moment die Embleme halt im Vordergrund, Freunde. Müsst ihr verstehen. Aber ich sag mal, da ich da ja auch noch immer ein bisschen was zu quatsche, haben wir auch noch mal ein persönliches Feedback von mir für euch. Und der Bezug geht ja auch nicht verloren, Freunde. Und von daher würde ich doch sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ich bin raus. Euer Dennosch. Liken, teilen, sonstigen Kram nicht vergessen. Unter das Video, Freunde, Kritiken natürlich auch so unterschreiben. Peace, ich bin raus.
bound only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's fine. Get away, get racing all these broken dreams tonight. Yeah.
possible.